Söderle, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, Morgen nach dem offiziellen Ende der US-Wahlen schauen wir uns die Märkte an. Wir sehen es im Hintergrund, was ich heute auch mitgebracht habe. Thema Gold. Braucht es Gold als sicheren Hafen nach der Wahl? Wir schauen mal ein bisschen, was der Chart an dieser Stelle sagt. Das Thema ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir wissen ja selbst, dass in Zeiten von größerer Unsicherheit gerne mal der Weg in Gold gewählt wird. Und aus diesem Grund schauen wir uns das Ganze heute an. Zudem dazu Euro-Neuseeland-Dollar und das Währungspaar Kan-Dollar, japanischer Yen und natürlich auch sehr, sehr gerne Raum für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, die hier live zuschauen, bitte einfach rein in die Kanäle auf Zoom und auch auf Facebook. Und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne auch um die entsprechenden Wunschmärkte. Bevor wir jetzt hier loslegen, bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir damit und dann kommen wir zu den Nachrichten. Aber bevor wir die besprechen, möchte ich mal ganz kurz noch eine Grafik bringen. Ich habe für uns einfach mal gegoogelt. Ich hatte das ja schon avisiert, was ich von den Wahlen persönlich ein bisschen erwarte. Nach der Grafik, dass Biden und Trump über eine ganze Zeit lang nicht wirklich weit auseinander gewesen sind. Das Bild bestätigt sich jetzt so ein bisschen. Also das heißt, das Thema auch der möglichen Unsicherheiten bleibt weiter bestehen. Und wenn wir so ein bisschen so die Reaktionen von Trump auch hören an dieser Stelle, dann sieht man schon ganz klar, dass das Prozedere kein leichtes wird. Dass Trump schon, ich will jetzt nicht sagen, auf Krawall gebürstet ist, aber er bringt halt immer wieder den Wahlbetrug ins Spiel. Das bringt halt auch die Gerüchteküche ins Wallen zum Thema Klage um die Wahl. Also das könnte deutlich für Verzögerungen sorgen und wie schon gesagt, das Wahlergebnis, die ganzen Briefstimmen, die ausgezählt werden müssen, es könnte sich halt ein bisschen hinziehen. Und da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wie schon gesagt, momentan, wenn man das einfach mal schaut, haben wir hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Stimmen. Hier aus aktueller Sicht 225 für Biden, 213 für Trump. Also die liegen ja wirklich nicht weit voneinander entfernt. Wenn man das mal in Prozenten sieht, Biden liegt bei 49,8% der Stimmen, Trump bei 48,6%. Ja, das ist ein Blatt Papier, was da dazwischen liegt. Das kann ratzfatz gehen, dass sich das Ganze hier an dieser Stelle wendet. Und Trump, davon können wir auch wirklich ausgehen, wenn es so klappt bleibt, das wird jetzt keine schnelle Wahlentscheidung geben. Und wir wissen, was passiert immer dann, wenn die Märkte unsicher sind, dann werden wir entsprechend auch Volatilitäten an den Märkten sehen. Das sozusagen das, was wir heute im Laufe des Tages immer wieder sehen werden, was uns begleiten wird an dieser Stelle. Ja, und da müssen wir einfach mal schauen, was hier heute im Laufe des Tages daraus wird. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar Nachrichten um das Thema US-Wahl drumherum. Gute Nachrichten gab es mal wieder aus China. Wir haben heute wieder den Tag, wo es einiges an Einkaufsmanager-Indizes gab. China hat gebracht den Kaixin-Einkaufsmanager-Index, Dienstleistung für Oktober, Anstieg von 54,8 auf 56,8. Und wir wissen ja, alles, was über 50 ist, bedeutet Wachstum, also hier eher ein positives Ergebnis. Wenn wir uns das Ganze mal für Deutschland anschauen, kurz vor 10 bekommen wir die Daten für Deutschland. Der letzte Monat für die Dienstleistung hatte ein Ergebnis von 50,6. Die Prognose ist momentan 48,9. Also die Analysten gehen hier eher von einem Rückgang aus. Gleiches kommt dann entsprechend um 10 Uhr aus der EU. Die Briten liefern nach um 10.30 Uhr dann den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung und den Gesamtindex. Und auch hier sehen wir, dass die Analysten eher Rückgänge erwarten. Ansonsten heute am Nachmittag dann aus den USA gibt es die ATP-Beschäftigungsänderungen hier an dieser Stelle. Die stellen das auch hier von den Analysten. Der letzte Wert waren 649.000. Die Analysten erwarten jetzt hier 650.000 Stellen. Also muss man sehen, was wird. Auf alle Fälle ist das ein Ergebnis, was im Rahmen der US-Wahl wahrscheinlich nur im Schatten steht. Aber wir wissen, der Markt schaut auch gerne mal auf den Arbeitslosenmarkt. Aber diese Sachen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso wie das Gesamtthema Covid-19 nach der Wahl deutlich mehr wieder an Präsenz bekommen. Aus den USA natürlich, die dürfen nicht fehlen. Einkaufsmanager-Index hier
für die Dienstleistung im Monat Oktober. Und dann kriegen wir um 16.30 Uhr noch die Rohöllagerbestände. Und da gab es gestern eine deutliche Überraschung. Und zwar, ich schaue nochmal kurz rüber auf den anderen Desk. Gestern gab es ja die API-Rohöldaten. Und da haben wir einen Rückgang von 8,01 Millionen Barrel. Das ist ein Knaller. Ja? Die Analysten hatten einen Rückgang von 0,6 erwartet. Das ist schon ordentlich. Das hat dem Ölpreis die Stütze auch gestern gegeben. Wir müssen jetzt schauen, was draus wird. Wir sehen ja, der Ölpreis in die Korrektur gelaufen. Das Ganze kann sich nach oben ausdehnen. Dafür haben wir das entsprechend gestern ja besprochen. Also wenn wir uns das nochmal kurz im Chart anschauen wollen, hier, was da passiert ist an dieser Stelle. Hier, wartet kurz einen Augenblick auf den Tag. Da sehen wir es, die Korrekturausweitung, die wir gestern hier besprochen hatten. Es lief schön nach oben. Wir sind in wichtige Level hier reingelaufen, wenn wir uns das Ganze auch mal kurz noch auf dem Stunden Chart einschauen wollen, was wir gestern besprochen haben. Die Drehpunkte sind schon wichtigerweise da und jetzt müssen wir einfach schauen, wie es geht. Und wenn wir uns das Öl hier an dieser Stelle jetzt schon mal näher anschauen, dann sehen wir eins und das ist ganz klar, dieser Aufwärtstrend, der jetzt hier korrektiv nach oben gelaufen ist, ist jetzt erstmal durch einen Gegentrend auf dem Wege der Ablösung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir gleich wieder runter crashen, aber ja, wenn wir es mal so sehen wollen, hier unten drunter, unter dieser Marke, unter diesem Zwischentief, knapp um die 30, 25 bis 30, 30, da haben wir die Umkehr aus der Korrektur. Und wenn das bestätigt wird, dann wird der Markt sich weiter unten anfinden und wir können Stück für Stück nach unten traden. Und für die kurzfristigen Trader heißt das jetzt tatsächlich hier an dieser Stelle, bitte aufgepasst, wenn dieser Trend nach unten weiterläuft, kurzfristige Anlauflevel finden wir sehr, sehr schön an den Zwischentiefs, die wir hier haben. Und da schauen wir doch einfach mal unten rein, was da noch so kommt. Schaut mal, da haben wir hier das nächste, was dann unter der 37,30 kommt, wartet, hier ist dieser Drehbereich im ehemaligen Widerstand, was jetzt die Unterstützung ist, um die 36,40. Und da wird sich dann zeigen, wird dieses Level verteidigt? Wenn ja, dann sind wir relativ flott wieder zur Oberseite möglicherweise unterwegs. Fällt es aber drunter durch, wissen wir, jetzt fehlt dort eine wichtige Käufergruppe und dann sollten wir uns eher wieder auf die Unterseite orientieren. Und da ist auch ordentlich Luft zur Unterseite da. Hier der kleine Umschwungbereich, als wir hier in die Aufwärtsphase reingedreht haben, bei 34, 54 in etwa. Das wäre dann mal hier der letzte Anlaufpunkt, knapp vor der 33, 50 nach unten hin. Das der Blick ganz kurz hier an dieser Stelle in den Ölmarkt. Und wir machen weiter an dieser Stelle mit Gold. Gold, sicherer Hafen oder nicht? Lasst uns mal kurz auf das Bild hier schauen. Die Frage, ob wir Gold tatsächlich als sicheren Hafen brauchen oder ob der Markt den Goldpreis als sicheren Hafen möchte oder nicht, das wird sich hier an dieser Stelle erst noch zeigen müssen. Aber was wir an dieser Stelle gesehen haben, beziehungsweise jetzt in diesem Tageschart entsprechend auch sehen, ist eine Situation, dass der Markt hier weiterhin nicht nach unten will und immer wieder aber auch die Oberseite sucht. Und jetzt haben wir hier, wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, die Situation, dass wir, ich möchte das mal ganz kurz skizzieren hier im Zeichentool, ein grobes Bild von einer Richtung haben, das so ausschaut. So. Hier ist noch lange nichts ausgemachte Sache, aber es würde mich nicht wundern, wenn sich aus den ganzen Konstellationen, die wir hier sehen, möglicherweise eine Umkehrformation bildet, die wir dann zur Long-Richtung nehmen, weil wir sehen, wir kommen nicht hier unten drunter. Die 18,50 halt momentan immer wieder. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich, ich gucke deswegen mit Absicht in die Woche, wenn wir hier tatsächlich so ein Schwungbild bekommen, wie wir es hier haben, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir eine Chance haben, nach oben zu laufen. Ja, es wird sich allerdings alles hier unten entscheiden. Krachen wir nach unten durch, weil das Thema Safe Haven nicht gebraucht wird und der Dollar plötzlich wieder stärker wird, dann wird der Goldpreis seine Korrektur mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch nach unten fortsetzen können, also ausdehnen können. Und das ist das Interessante. Das heißt, im mittelfristigen Bild wird es jetzt wirklich interessant, was passiert hier unten bei 18,50. Ja? Spielt das Thema Safe Haven im Rahmen der US-Wahl keine Rolle, haben wir
unten den Anlaufbereich als Testlevel wieder und der ist sehr, sehr interessant für die kurzfristigen Trader, weil wir haben es immer wieder gesehen, rangelaufen, angestiegen, rangelaufen, angestiegen, rangelaufen, angestiegen, ja. Bricht es aber durch, ebnet sich der Weg und wenn wir da mal einen größeren Support suchen, ist der nächste halt erst hier unten bei 1755 gegeben. Das ist die Unterseite, die wir an dieser Stelle haben. Aber Thema Unterseite ist das eine Level. Thema Oberseite müssen wir uns natürlich auch anschauen, ja, weil wir sehen, wir haben hier das Dreieck, was sich nach unten hin immer mehr verfestigt. Wir laufen immer mehr in die Spitze und je weiter es in die Spitze läuft, das kennen wir ja auch aus der technischen Analyse, je höher ist die Wahrscheinlichkeit wirklich eines Bruchs. Und wenn der zur Oberseite kommt, dann haben wir wirklich gute Chancen an dieser Stelle. Und da kommt hier oben dieser Drehbereich, den ich hier in blau markiert habe, halt auch zum Tragen, das Level um die 1910. Das ist dann interessant und was daran interessant ist, das schauen wir uns jetzt mal kurz auf der Tagesbasis an. Also wer sich diese Wochenkerze anguckt, der wird jetzt sagen, okay, man verkauft ja wieder ab, aber wenn wir uns das Bild jetzt mal im Tageschart auch anschauen wollen, dann sehen wir hier an dieser Stelle ganz einfach etwas, das schon nicht uninteressant ist, sich das Ganze mal etwas näher auch anzuschauen. Das ist nämlich die Tatsache, was wir hier haben. Schaut mal, hier. Das war der letzte trendige Arm nach unten, also als wir hier oben um das Level von 1930 abgeprallt sind. Ne? Das ist der Deckel hier. Das ist in diesem laufenden Abwärtstrend das Zwischenhoch da oben. Und dann haben wir hier diesen Drehbereich um die 1910. Und genau in diesem Drehbereich hat sich sozusagen hier der Markt dafür entschieden, diesen untergeordneten Abwärtstrend einen Widerstand zu eruieren. Und hier haben wir es gesehen. Wir sind gestern bis oben rangelaufen in diesen Bereich rein und heute Nacht sogar noch drüber gespiked. Und jetzt ist es halt wichtig, egal was jetzt kommt, wir wissen, wir haben in diesen Zeiten eine sehr, sehr hohe Volatilität. Aber dieser Schub nach oben hat durchaus die Chance, das Ganze auch nach oben auszudehnen. Das heißt, solange wie wir nicht hier unten unter dieses Level bei 1860 Punkte fallen, haben wir gute Karten hier, ein höheres Tief zu gestalten und dann nach oben zu laufen. Ja, das heißt, das, was ich hier an dieser Stelle jetzt bespreche, ist tatsächlich eine Planung für ein Setup zur Oberseite. Das heißt, da kommt hier oben dieses Level, das Tageshoch von heute, natürlich eine tragende Rolle zugesprochen. Denn wenn dieses Hoch überschritten wird, das haben wir liegen im Hoch bei 1916 hier oben, dann haben wir aus jetziger Sicht schon mal die Fortsetzung zur Oberseite. Dann haben wir hier was nach oben trenden und das ist wirklich das Interessante an dieser Stelle. Und dann, wenn das passiert, ist der nächste Anlaufpunkt hier die 1930. Und da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen, denn wenn wir dieses Level rausnehmen, ist der Weg nach oben hin geebnet. Und das ist das Thema, da wird sozusagen mit Blick auf Safe Haven, mit Blick auf die Suche nach dem Gold, also das Gold jetzt nicht gesucht wird und gefunden wird, sondern das Gold gekauft wird, ja. Braucht ja keiner unter die Goldgräber zu gehen. Wenn sich das Level dann ebnet, haben wir Luft nach oben. Und der nächste Anlaufpunkt, den wir hier an der Chart-Oberseite sehen, da ist eine Menge Luft hier, über 1930 hier, der nächste Anlaufpunkt dort oben bei 1973. Das ist doch schon mal was für das kurzfristige Trading. Also das eine sehr, sehr spannende und interessante Geschichte, die hier durchaus positiv zum Tragen kommen kann. Und das schauen wir uns jetzt nochmal in der nächst kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, hier an dieser Stelle, ich nehme mal kurz die Trenderkennung raus, das mal kurz hier auf dem Stundenchart zu sehen. Und hier sehen wir diese extreme Volatilität, diese Spikes, die wir hier immer wieder haben, ja, das ist jetzt wirklich die interessante Sache, die wir hier an dieser Stelle auf dem Schirm haben müssen. Nämlich, wir haben hier unten das Support-Level um die 1860 und zwischendrin haben wir hier die Zwischentiefs. Ne? Also wir haben hier unten das Zwischentief um die 1873. Wir haben hier das Zwischentief, den Schwungbereich hier unten, der hat auch hier eine Rolle gespielt, so grob um die Marke 1865 bis 1867, dieser Schwungbereich hier unten. Das sind durchaus interessante Anlaufpunkte, die der Markt auch ohne weiteres anlaufen kann, ohne das von mir gerade mal so ein bisschen anskizzierte Long-Szenario auch rauszunehmen. Und das Level, in dem wir gerade verharren, ist halt auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. Was macht den Bereich so interessant? Der Bereich ist aus dem Grund interessant, weil wir hier einen Support haben. Schaut mal hier, ran,
erstmals getestet, da war es der Widerstand. Und dann sind wir drüber gelaufen und jeder Test wurde bisher zumindest immer wieder mit Käufen sozusagen reagiert. Und das sehen wir auch hier, diese extremen Spikes nach unten reingelaufen und immer wieder wurde nach oben weggekauft. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass dieser Umschwungbereich im kurzfristigen Bereich durchaus das Potenzial hat, den Markt weiter nach oben zu schieben, aber auch gleichzeitig durchaus das Potenzial hat, den Markt nach unten zu setzen. Und das wird sich hier in diesem Bereich entscheiden. Finden sich hier nämlich irgendwann keine Käufer mehr, ja, dann wird es düster, dann sollten wir den Markt eher nach unten sehen. Und das ist das Charmante hier an dieser Sache. Und ich glaube, das wird alles auch so ein bisschen mit der Entwicklung um den US-Wahlkampf zu tun haben. Nicht nur mit der Auszählung der Stimmen, sondern auch, wie sich Trump verhält, wie die Unruhen ausschauen. Das alles werden Dinge sein, die den Goldpreis hier an dieser Stelle bewegen werden. Und im Zweifel, wenn es wirklich kritisch wird, haben wir es in der Historie auch immer wieder gesehen, in solchen kurzfristigen Phasen zieht der Goldpreis häufig an. Und das können wir uns hier als Trader im Kurzfristbereich durchaus zunutze machen. Das ist der Blick in Gold. So, dann gehen wir mal zu den Währungen rüber hier an dieser Stelle. Bitte auch nochmal der Hinweis, wenn jemand einen Wunschmarkt hat, in die Chats posten. Ich kümmere mich im Anschluss an die nächsten beiden Märkte direkt auch darum. Also jetzt Euro-Neuseeland-Dollar, danach folgt Kan-Dollar, japanischer Yen. Und im Euro-Neuseeland-Dollar finde ich die Verortung momentan sehr, sehr charmant. Warum? Schaut hier unten, dieser Drehbereich hier unten, immer wenn er angelaufen wurde, hat er dazu gesorgt, dass die Kurse angestiegen sind. Und das gleiche Bild sehen wir hier an dieser Stelle auch wieder. Das heißt, wenn wir uns dieses Währungspaar mal anschauen, dann sehen wir das, ja, da braucht man jetzt nicht groß hinzugucken. Wir haben hier schon ja, im größeren Bilde und auch im kleineren Bilde eine ganze Weile einen Seitwärtslauf. Ja. Also im größeren Bilde hier oben der Deckel drauf bei 1,83 in etwa, hier unten der Boden im Schwung bei 1,71,7. Und im kleinen Bereich können wir das Ganze mittlerweile genauso spinnen. Oben der Deckel, da will der Markt einfach hier über diesen Bereich bei 1,79, knapp 80 nicht drüber. Und unten haben wir diesen Auffangbereich hier. Und der Auffangbereich um die 1, knapp 75, der hält jetzt wieder. Der bekommt jetzt schon wieder Aufmerksamkeit von den Händlern. Und das Interessante an dieser Sache ist, dass wir hier halt natürlich auch ein ganzes Stückchen Rücklaufpotenzial haben. Wenn wir uns mal diesen letzten Arm hier anschauen wollen, nach unten hin, dieser Weg nach unten, was wir hier an Schwung zur Unterseite sehen, ist halt einfach hier. Das ist der Abwärtstrend, der hier momentan am Laufen ist. Ich mache die Linie mal kurz rot. Und das schauen wir uns gleich mal im Stundentrend auch an. Denn wir laufen jetzt hier in die Korrektur rein. Und das Ganze auch mit einer kräftigen Dynamik, wenn wir uns mal heute auch die aktuelle Tageskerze anschauen. Ja. Der Verkaufsbereich ist komplett zurückerobert worden. Der Drehbereich hier unten hilft momentan wieder, die Märkte zu stabilisieren. Und wenn wir uns die Stunde mal anschauen, dann sehen wir halt, dass der Markt hier, das muss ich mal kurz ein kleines Stück zusammenraffen, schon durchaus gut nach oben laufen kann. Und wenn wir uns da mal den letzten Bewegungsarm anschauen wollen an dieser Seite, dann sehen wir halt den Fokus mal so ein bisschen auf den nach unten laufenden Markt, wie es hier nach unten trendet. Also das hat hier oben sozusagen im Kleinen angefangen. Ja, und das zieht sich jetzt hier so ein Stückchen nach unten. Also wir sehen, wir haben hier einen Markt, der doch deutlich in Bewegung steht, auch mit unterschiedlichen Ausdehnungen hier an dieser Stelle. Das ist jetzt mal sozusagen das trendige Verhalten. Und was wir hier halt sehen ist, dass wir aktuell halt über dieses letzte Zwischenhoch drüber gelaufen sind. Das heißt, wir sind ja hier, hier über diesen Bereich sind wir drüber gegangen. Das heißt, wir haben zumindest mal kurzfristig die Aufwärtsdynamik reingebracht. Und wenn wir jetzt diesen Bereich sehen, dass wir hier nach oben laufen, dann haben wir schon wirklich sehr, sehr schöne Anlaufpunkte. Als nächstes, was wir hier an dieser Stelle halt markieren können, wären mal die Zielmarke auf der Oberseite. Ja, und da wäre mal zu nennen hier knapp die Marke von 1,75,9. Moment, ich mache das Ganze mal für den unterverordneten Trendverlauf mal noch so, wie wir es gewohnt sind in Magenta. Ja, und dann haben wir die Anlauflevel oben rein. Was ist hier interessant? Hier oben, dieser Drehbereich um die 1,76,6 ist interessant. Da haben wir Anlaufpunkte und dann natürlich hier oben das Zwischenhoch um die Marke von 1,77. Das ist durchaus interessant und das ist eine Chance, die der Rebound durchaus bringen kann, was die Korrektur betrifft. Und wenn wir uns die Korrektur mal anschauen, dann korrigieren wir ja jetzt lediglich den letzten Bewegungsarm. Das heißt, damit läuft die Korrektur.
der übergeordneten Abwärtsrichtung, die wir hier in diesem Sinne haben. Und die Chancen sind halt da, wie, je nachdem, wie sich die Korrektur entwickelt, dass man dann auch angelaufen bekommt. Das ist interessant, rein von der Verortung auf der Unterseite. Und natürlich für all diejenigen, die sich sagen, okay, wir schauen uns die Korrektur einfach mal an. Und sobald es dann ein Umkehrzeichen gibt, traden wir wieder nach unten. Und dafür sind die Level ja auch da. Ja? Das heißt, wir haben hier oben, schaut mal, dieses erste Zwischenhoch, knapp unter der Marke von 1,76. Da wird sich auch entscheiden, fallen wir drunter oder nicht. Und wenn wir drüber gehen, können wir davon ausgehen, dass der Markt auch das Potenzial nutzen kann, deutlich höher zu laufen. Und dann haben wir hier halt auch den Trend nach oben laufen. Und wenn der irgendwann bricht, haben wir die Umkehr und dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Und aus jetziger Sicht, der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier unten die Marke von 1,7440 als erster Anlaufpunkt hier Richtung Trendfortsetzung. Je höher wir laufen, je größer wird natürlich das Potenzial, dass wir Zwischenpunkte sehen, wo wir ranlaufen können und unsere Trades dann deutlich besser von der Zielplanung auch gestalten können. Also hochinteressant hier der Blick in Euro-Neuseeland-Dollar. Man sieht, man muss nicht immer nur auf die Main Currencies schauen. Man hat auch in der zweiten Reihe häufig mal sehr, sehr interessante und schöne Trading-Gelegenheiten. Ne? Wer sowas wissen will, wie so eine Trading-Gelegenheit ausschaut, mal kurz ein anderes Extrembeispiel an dieser Stelle will ich mal kurz zeigen, bevor ich auf die zweite Währung eingehe. Herrlich. Ne? Hier muss ich noch was sagen. US-Dollar, türkische Lira. Hatten wir hier des Öfteren schon besprochen. Da sieht man mal das Potenzial. Hat kaum jemand auf der Uhr, aber eine gigantische Dynamik und dann kann man ordentlich Geld verdienen an dieser Stelle, wenn man sich hier in die richtige Situation hineinversetzt. Also, das mal ein kleiner Blick oder ein kleiner Ausflug darum, warum ich halt viele, viele Währungspaare mir anschaue und nicht nur eine Handvoll, was einfach lohnt, das Potpourri groß genug zu machen. Bei Tickmill kann man das ja alles auch hervorragend traden. So, das ist halt die Qualität des Brokers. Gut, dann gehen wir heute sozusagen weiter in Kandollar japanischen Yen. Das Ganze auch mit Blick in den Tageschart an dieser Stelle. Warum in Tageschart, werde ich gleich entsprechend erklären. Wir sind, ich raff's mal ein klein wenig zusammen, weiterhin verortet innerhalb einer Range. Ne? Das sehen wir hier oben, Deckel 81,5, unten der Schwungbereich um die 78,5 in etwa. Und was wir jetzt hier gesehen haben, beziehungsweise hier momentan entsprechend sehen, ist was sehr, sehr Interessantes, nämlich die Tatsache, dass wir hier in diesem kleinen, sag ich mal, Trend, der uns hier nach unten geführt hat, leicht unter diese Unterseite der Range raus, jetzt mal ordentlich in die Korrektur reingelaufen sind und an einem sehr, sehr interessanten Level plötzlich Schwäche reinbekommt. Das interessante Level ist nämlich genau dieser Schwungbereich hier oben, den ich hier an dieser Stelle habe. Das ist das interessante Level. Und da sehen wir, dass wir dort ordentlich Verkaufsdynamik bekommen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, Mensch, der Markt ist doch jetzt aber schon so weit nach unten gelaufen. Ich sage an dieser Stelle, ja, natürlich, er ist nach unten gelaufen, aber er hat natürlich auch weiteres Abwärtspotenzial und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Also das heißt, solange wie wir nicht hier oben über diese Marke drüber fliegen, über dieses Zwischenhoch, ganz knapp um die 79,87 bis 89,90, was dieser Drehbereich hier oben ist, haben wir die Abwärtsseite da. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz hier an. Wir sehen nämlich hier, dass der Markt deutlich nach unten schiebt. Na, hier oben sehen wir die Schwäche. Der Abwärtstrend ist sozusagen hier an dieser Stelle erstmals in Erscheinung getreten, beziehungsweise die Abwärtsdynamik, nämlich als wir hier an dieser Stelle den Bewegungstrend erstmals kurz rausgenommen haben. Hier, ich mache mal kurz das letzte hier an dieser Stelle, also hier Korrektur, Bewegung nach oben hin, hier nochmal eine kleine Korrektur oben ran, dann das hoch und hier kam das erste Unsicherheitszeichen, also hier der Bewegungsarm tief korrigiert, dann nach oben raufgelaufen und jetzt kam es hier halt zum Bruch dieser Situation. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir das erste Zeichen bekommen, oi, hier geht es jetzt tiefer runter. Mit dieser Aufwärtsbewegung, mit dieser Dynamik ist erstmal etwas nicht in Ordnung. Und das ist das, worauf ich jetzt schaue, worauf ich auch sage, okay, was wird denn jetzt hier wichtig? Ne? Und da haben wir halt jetzt diese Abwärtsbewegung, diese initiale Abwärtsbewegung da. Und wenn sich aus dieser Abwärtsbewegung jetzt optimalerweise noch ein Rückschnapper ergibt, also das Bild, was ich jetzt zeichne, ist halt das Idealmuster, nach dem ich immer suche. Und das schaut dann halt einfach so aus, dass wir einen Rücklauf bekommen und dann in irgendeiner Phase nach unten laufen. Das zeigt mir dann nämlich, der Rücklauf ist da und es gibt jetzt keine Wiederaufnahme der vorangegangenen Aufwärtssituation, sondern wir fallen nach unten, machen ein tieferes Hoch
und laufen unter das Zwischentief hier drunter. Das wäre dann hier unter der Marke von 78, 88 hier das Level nach unten. Und wenn wir sehen, wo wir Anlaufmarker sehen, hier unten in diesem Bereich, das nächste Umschwunglevel, das Kauflevel hier mit Blick in die Stunde, ist mal die 68, 62 in etwa. Und dann können wir uns weiter nach unten orientieren an die Zwischentiefs hier, der Schwungbereich um die 78, 32. Und dann haben wir es hier unten noch, ich gebe den ganzen gleich noch die Zeichen entsprechend hier, diese Zwischentiefs, die da sind. Und die nehmen wir uns jetzt gleich auch nochmal kurz zur Brust. Das heißt, das, was wir hier unten sehen, hier grob der Marker um die 78, 6 und hier das Zwischentief hier unten um die 77,9 in etwa. Das ist wirklich hochinteressant, sehr, sehr spannend, wenn wir hier die Dynamik weiter nach unten sehen und dieser Abverkauf tatsächlich auch bestätigt wird. Das ist der Blick in Kandollar, japanisches Yen. So, gut, schauen wir mal, was wir hier an dieser Stelle noch haben. Fragen dazu? Bei den Währungen. Hier, wir sehen hier eine Frage, Thema Autochartist, ob ich was dazu sagen kann. Ich habe das Thema, ich weiß, dass es das Thema Autochartist bei Tickmill gibt, Holger. Ich mache mich mal genau schlau, was das ist, wo es Schulungsmaterial dazu gibt, beziehungsweise wie wir das Ganze auch erklären können, wie wir das Ganze als Trader auch benutzen können. Ich habe das Ganze nur am Rande mitbekommen, aber ich bringe das hier in die Sendung mal mit rein, damit wir das Thema auch mal beleuchten können. Das hätten wir. So, was haben wir noch? Öl ist heute unberechenbar. Keine Ahnung, wo es heute hingeht. Ja, also wenn wir heute Nachmittag genauso gute Zahlen bekommen wie gestern, haben wir schon Chancen, auf die Reaktion von gestern auch raufzugehen. Ja, das heißt, was wir jetzt hier beim Öl an dieser Stelle sehen, es gibt natürlich heute, also ich sage so, wie es ist, solange wie wir noch kein klares Wahlergebnis haben, ist auch extrem viel abhängig davon, was wir sozusagen an den Nachrichten bekommen. Das heißt, je nachdem, was es gibt an Nachrichten, nehmen die Händler auch einfach mal Gewinne mit. Es gibt eine Gegenbewegung oder. Ja, man kann auch sagen beispielsweise, warum haben denn jetzt die Indizes gestern so stark angezogen? Wenn wir uns mal ganz kurz den Dow auch anschauen wollen. Ja, wieso haben die Märkte gestern so stark angezogen? Ja, was hat das denn zu bedeuten? An dieser Stelle, da kann man natürlich nach x Erklärungen suchen, nach irgendwelchen Statements suchen, die das Ganze untermauern. Oder aber, weil ich sag mal so, wenn, ich meine, es ist ja jetzt so, die Märkte sind angestiegen, die haben sich jetzt bewegt. Ich sage es an dieser Stelle einfach mal ganz banal, ja. Wie wäre es denn mit der Idee zu sagen, wenn ich short gegangen bin hier oben in der Umkehrsituation, als die 28.000-Punkte-Marke gebrochen worden sind und wir runtergefallen sind bis 26.000, dann habe ich ja eine richtig fette Menge an Gewinnen angesammelt. Ja, und wer sagt mir denn, okay, vor der Wahl gehe ich lieber in Deckung. Was passiert, wenn ich meine Short-Situation, meine Short-Position schließe? Es kommt natürlich Kaufdruck in den Markt. Und wenn genügend Leute auf die Idee kommen, ihre Short-Positionen vor dem Ende der Wahl sozusagen zu schließen, dann gibt das natürlich hier entsprechend Kaufdruck in den Markt. Und das bringt die Kurse nach oben. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wird das ein nachhaltiger Anstieg oder nicht? Ja. Und das ist der Punkt. Und wenn man da mal nach einer Möglichkeit sucht oder nach Nachrichten sucht, warum es nach oben gelaufen ist, ich denke da häufig nicht so kompliziert. Ich sehe es mir einfach aus Sicht des Händlers an. Und wenn ich diesen Trade hier unter gemacht habe, ich habe ihn nicht gemacht, ja, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber ich weiß es ja selbst, wenn ich in Positionen mit so fetten Gewinnen bin und wir bekommen dann bald ein wichtiges Ergebnis, dann bin ich als Händler keiner, der sagt, oh, mal gucken, was kommt. Ne, wenn ich das kurzfristig angelegt sehe und sehe, in was für einem fetten Support-Level wir uns hier befinden, dann nehme ich die Gewinne einfach vom Tisch, bevor ich hier ins Minus laufe und fertig ist. Das ist das, was hier an dieser Stelle genauso passiert sein kann. Ja, also da gibt es viel, die Volatilitäten bleiben hoch. Wir sehen ja auch, wie der Markt hier momentan reagiert. Ordentliche Abgaben haben wir ja zwischendrin auch. Und das ist auch etwas, das sehen wir im Öl. Öl gestern sehr, sehr schön nach oben gelaufen, wie schon gesagt, auch fundamental durch die API-Zahlen gestützt. Jetzt haben wir die Gegenbewegung an dieser Stelle und hier muss man einfach jetzt schauen, wie es weitergeht. Wenn wir heute von den Rohöldaten wieder gute Zahlen bringen, dann kann es genauso gut passieren, dass wir nach oben laufen, weil dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier haben, der ist ja weiterhin auch intakt, ne? Also das ist ja wirklich so, dass das, was hier jetzt läuft, auch da ist. Ja, das ist ja
auch längst nicht gebrochen. Also hier, dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, ne, der ist da, der ist valide und der Markt hat hier noch längst keinen Abwärtstrend gemacht. Der ist einfach nur unten in diesen Zwischenbereich reingelaufen und hat sozusagen unten dieses Zwischentief mal getestet, hier in diesem Bereich und dann direkt wieder nach oben gedreht. Und jetzt wird es halt interessant zu sagen, was man denn machen kann. Und für die kurzfristigen Trader ist das halt ein wichtiges Level, denn sollten wir hier drunter fallen, haben wir ja jetzt einen Abwärtstrend, ne? Weil wir sind runtergelaufen, hier an dieser Stelle, hier, da sind wir runtergekommen, haben jetzt ein Stück korrigiert und wenn das wieder nach unten dreht, haben wir im kleinsten Bereich den Abwärtstrend. Und das ist das, was man sich dann hinlegen kann, kurzfristig hier, wer das traden möchte, hat ja die Chance. Und damit der Weg nach unten offen. Das heißt, die Anlauflevel zur Unterseite hin, die haben wir dann hier unten, ja, an den Zwischentiefs bei 38 um die 25 hier. Ja, und das nächste, was dann kommt, hier unten der Support entsprechend. Und das kann man sich entsprechend anschauen. Und wir gucken uns das Ganze für die kurzfristigen Trader jetzt mal noch kurz im 5-Minuten-Chart an. Weil da haben wir es ja. Und da ist jetzt genau das im Gange, was ich sozusagen gerade auf dem Stundenchart erklärt habe. Die Sache, der Sachverhalt, der hier da ist, ist halt einfach der, dass der Stundentrend nach oben gelaufen ist. Und den sehen wir auch hier im 5-Minuten-Chart trendig. Ich skizziere einfach nur mal die letzten Marker, die wir hier haben. Und jetzt haben wir es halt. Wir sind hier unten reingelaufen in dieses Level, ja, hier unten ran. Und gehen jetzt hoch. Und da wird es jetzt halt interessant, wenn jetzt das passiert. Das wäre dann der Gegentrend mit Bruch des Aufwärtstrends. Dann haben wir den Abwärtsarm und der kann dann durchaus in die Bewegungstiefs reinlaufen. Ja, namentlich genannt sind das dann halt die Dinge, die wir hier unten haben, die Drehbereiche, die ich gerade gebracht habe. Und das sind doch durchaus Chancen, die wir haben. Und wenn der Markt dann wieder rumdreht und hier oben das Level, das Zwischenhoch um die 40-30 wieder interessant wird, dann sehen wir es wieder umgekehrt. Für die aktiven Trader ist das durchaus ein denkbares Szenario an dieser Stelle. Also, da haben wir dort. Australdollar, US-Dollar, das ist ein Thema, das wurde hier gezeigt. Pass auf, es ist halt einfach so. Wir sehen hier immer wieder Chancen und es gibt immer wieder Marktphasen. Wenn wir uns beispielsweise mal Australdollar, US-Dollar anschauen, Moment, dieses Währungspaar ist halt momentan echt auf extremer Richtungssuche und wir sind halt hier momentan in der Trading Range gefangen. Ich hatte das Thema ja auf dem ganz, ganz großen Bild gezeigt auf der Woche, dass ich hier durchaus was entwickeln kann. Und die Situation auf der Woche, die wir da haben, wo ich gesagt habe, auch das Umkehrsignal hat nicht funktioniert. Das Thema der Umkehr ist hier noch lange nicht vom Tisch. Ja? Wir sehen es, der Markt schwingt hin und her. Und wir haben hier durchaus den trendigen Markt nach oben weiterhin laufen. Und wir sind jetzt halt hier gefangen in einer Trading Range. Und da ist es halt jetzt tatsächlich so, diese Ranges, die fordern viele Händler extrem, sag ich mal, mental. Weil hier ist ja jetzt noch nichts passiert, ja, überhaupt nichts. Die Range ist einfach da, der Markt läuft mehr oder weniger seitwärts an dieser Stelle, hier zwischen der 72 und unten der 70 in etwa. Und das ist ein Seitwärtslauf, hin und her. Und das große Bild, da gab es echt noch längst keine Entscheidung. Und solange, wie wir an dieser Stelle nicht das sehen hier, also Bewegung, hier die Korrektur oben rein und dann das, haben wir keinen Abwärtstrend. Dann haben wir weiterhin die Seitwärtsphase und in Seitwärtsmärkten, die sind halt immer extrem schwierig auch einzuschätzen, weil man halt immer wieder diese eruptiven Bewegungen auch sieht und die testen viele, viele Händler, gerade bei dem Privaten auf der psychischen Seite und da muss man einfach sagen, wenn das nicht passt, geht man einfach raus, wenn man einen Trendmarkt traden möchte und der Trendmarkt trendet nicht mehr, dann ist das halt ein gutes Zeichen zu sagen, okay, da gehe ich raus und gehe erst wieder rein, wenn ich einen Trend habe, dann muss ich halt einfach warten und das Setup, was ich hier besprochen hatte an dieser Stelle, war ja ganz klar auch gegeben, wir hatten den Versuch nach oben auszubrechen, der war entsprechend da, also das war das, was wir hier gesehen hatten, schaut mal hier, das war der Aufwärtstrend, der gebildet wurde und da habe ich aber für mich als Händler auch gesagt, okay, sollten wir hier unten unter dieses Zwischentief drunter fallen, also diesen Aufwärtstrend brechen, heißt das für mich jetzt hier, Achtung, passt bitte auf, macht die Position bitte zu. So, was haben wir dann? Dann haben wir einen kleinen Gegentrend bekommen, hier an dieser Stelle, nur um den wieder zu brechen und jetzt wieder nach unten zu laufen. Also, das sind diese sogenannten Whipsaw-Märkte, das ist ein Seitwärtsmarkt und da sage ich an dieser Stelle immer wieder, wer sich da sagt, okay, das Ding hier hat jetzt nicht probiert oder nicht funktioniert, der Markt funktioniert nicht, das ist nicht mein Setup, wir haben hier noch keinen trendigen Markt, sage ich korrekt, dann schaut euch diesen Markt bitte so lange nicht an, bis er trendet und
die Entscheidung wird halt auf den Maßgabe oder auf der Maßgabe getroffen, was wir hier an dieser Stelle haben. Und wir haben hier noch keinen Aufwärtstrend, sondern das, was wir hier haben, ist dieser zappliche Markt. Und hier in diesem Sinne, hier, na, das hier war der erste Versuch, einen Aufwärtstrend zu machen. Der hat nicht geklappt. Jetzt sind wir hier unten reingelaufen und jetzt trendet der Markt halt. Also wir haben hier momentan einen abwärtsgerichteten Markt, das sehen wir hier, die, sage ich mal, auf Tagesbasis, die fallenden Hochs, aber wir haben jetzt hier unten keine Dynamik mehr bei den Tiefs und da könnte sich durchaus die Wendeformation ausarbeiten und weil wir hier, wenn wir das Ganze uns mal betrachten, auf Wochenbasis gesprochen haben, diese Umkehr, ja, und ich mache das ja mit Absicht, dass ich sage, wir sprechen hier auf der Woche und bei der Woche kann das eine ganze Weile dauern, bis die Entscheidung kommt, ob wir tatsächlich einen ordentlichen Flug nach oben bekommen oder nicht. Und das muss man jetzt halt als Händler wissen. Und wenn wir die Seitwärtsphase haben, muss man die einfach für das einordnen, was sie ist. Das ist hier eine Richtungsfindung und wir werden erst dann sehen, wie es weitergeht, wenn der Markt sich hier tatsächlich nachhaltig für eine Richtung entschieden hat, um das Ganze zu bringen. Und wenn wir uns das mal auch wieder hier aus größerer, trendiger Sicht anschauen wollen, schaut euch das mal an. Hier, da gab es den Schub nach oben. Dann gab es eine Korrektur nach unten, dann gab es die Bewegung nach oben. Wer sagt uns denn nicht, dass der Markt die Korrektur ausweitet bis hier unten rein, mit diesem Trend alles in Ordnung bleibt und wir dann nach oben laufen? Ne? Das ist, wie der Markt halt lebt und das müssen wir akzeptieren. Da können wir nichts drum machen. Das zum Australdollar, US-Dollar. Gut, alles klar. Michael schreibt, ob long oder short, die Kohle ist fort. Das sage ich einen anderen Karlauer, die Kohle ist nicht weg, die hat nun andere. Das ist im Trading. Wie im wahren Leben, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich bin sozusagen gespannt, wie das Thema Wahl entsprechend ausgeht. Wir gucken morgen früh wieder rein, 8.30 Uhr live, hier exklusiv bei Tickmill mit den nächsten Ideen. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.